Davon bitte mehr, lieber Petrus. Die Wettervorhersage von Elin Hinrichsen ganz im Zeichen der Urlaubssaison hier bei uns im Land. Auf zu neuen Ufern, die Sorgen und Nöte an Land zurücklassen, dem Alltag entfliehen, ablegen zur Fahrt in die Ferien. Wo könnte man die schönsten Wochen des Jahres besser beginnen als an Bord eines Schiffes? Nirgendwo. Und die fahren täglich, stündlich von Dagebüll ab Richtung Föhr und Amrum einmal quer durchs Wattenmeer. Schon unterwegs kann man dann die Seele das erste Mal baumeln lassen und das an einem Tag wie heute. Perfektes Ferienwetter, das auch uns die nächsten Tage noch begleiten wird. Heute Nacht ziehen vor allen Dingen im Westen einige höhere Wolkenfelder durch, die sind aber harmlos. Und nach Osten hin wird es zunehmend sternklar. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 16 an der See, sogar bei bis zu 18 Grad. Morgen halten sich dann anfangs in den südlichen und westlichen Landesteilen noch die paar Wolken, aber ansonsten gilt wie überall im Land Sonne satt. An der Ostseeküste sogar bei strahlend blauem Himmel. Hier scheint die Sonne bei bis zu 16 Stunden lang, ansonsten 13 Stunden. Entsprechend extrem ist morgen die UV-Belastung im ganzen Land. Der Wind schläft fast ein im Norden und Westen, ansonsten weht er schwach aus Nord bis Nordost. Und die Höchstwerte klettern morgen auf 26 Grad, im Süden sogar bis 28 Grad, im Osten ein bisschen darunter. Nord- und Ostsee werden wärmer, 21 bzw. 22 Grad morgen, also perfekt für die Ferien. Und wer noch arbeiten muss, der ärgere sich nicht. Bei Sonne geht ja alles ein bisschen leichter. Die Aussichten: am Dienstag sehr sonnig bei 28 Grad, am Mittwoch dann vor allen Dingen im Westen ein paar Wolkenfelder, ansonsten leicht bewölkt bei 26 Grad, am Donnerstag dann wieder mehr Wolken, aber noch trocken bei 24 Grad. Hier ob die Inseln, ob Amrum und ob Föhr, da schnackt die Lüt ja auch frei. Und wenn er Dampern mit der Baselitsch dann käme, dann soll es Hachtelk, Welkiemann. Und das heißt herzlich willkommen.